Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Online-Exclusive-Content vom Neo-Magazin. Wir lesen Kommentare vor, das ist die Kommentare-Kommentiershow. Ein nicht sonderlich origineller Titel, aber hey, ist egal, ist bloß Internet. Guck mal, Sarah Lisa Volm ist immer noch zu Gast. Sie ist so lange sitzen geblieben, obwohl die Sendung am Donnerstag war. Immer noch sitzt sie hier, weil sie einfach ein toller Gast ist, einer der besten Gäste. Kleinen Applaus, Sarah Lisa Volm. Yeah. Sehr gutes Buch, alle Buchstaben drin. Es sind alle Buchstaben drin, teilweise. Teilweise auch sind die Buchstaben mehrmals drin. Es sind ganz verrückte, wie zufällig aneinander, aber es ergibt doch einen Sinn. Es ist eine ganz tolle Collage aus Buchstaben, dieses Buch. Und wir möchten gemeinsam ein paar Kommentare vorlesen, weil wir sind beide Feedback-Künstler. Du bist eine Feedback-Autorin. William ist sowieso ein Feedback-Künstler, der vor allem die Sprache der Jugend beherrscht. William kann mit jungen Leuten und mit Tieren sprechen. Und zum Beispiel schreibt hier Mark Goodman über die letzte Sendung. Du schwul-faschistischer NATO-Troll und russophober Kriegshetzer. Wer gab dir den Befehl, die Wahrheit Trademark zu leugnen? Das bezieht sich, glaube ich, auf unser Segment, was wir letzte Woche hatten. Da haben wir einen Spaß erlaubt über den neuen russischen Sender Russia Today Deutsch. Das kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Man darf sich über, Scherze über Russen sollte man bleiben lassen. Und Kriegstreiber und so. Kriegstreiber, genau, muss man aufpassen. Wir müssen uns für die Verständigung der Menschen einsetzen. Ja. Und wenn Putin die Krim haben soll, okay, man muss ein bisschen murren, aber letztlich soll er die haben. Ist ja die Krim. Willst du da hinfahren? Ich wäre da eh nie hingefahren. Ist mir doch egal, ob der die Krim nimmt. Ist doch scheißegal. Kann er auch die Krim nehmen, ist doch, solange das uns nicht betrifft. Aber warum sollte der Russe jemals nach Deutschland kommen, oder? Norbert Himmler, Programmdirektor, schreibt, ja, der Herr Böhmermann, wenn er ein Shiny-Floor-Format um 20.15 Uhr bekäme, würde er wahrscheinlich die ganze Sendezeit über nur auf dem Boden knien und sein Spiegelbild betrachten. Deswegen fangen wir mit dem Neo-Magazin im nächsten Jahr am Freitagabend nach Aspekte erstmal an den Programmrändern an. Wir gehen nächstes Jahr ja ins Hauptprogramm. Und das ist offensichtlich das, was unser... Ihr geht eher an den Programmrand, wenn ich das so lese. Also wenn wir dann an den Programmrand gehen, wo sind wir denn dann jetzt eigentlich? Wir sind an einer Position im Programm, von der aus man nur, wenn man ganz genau guckt, den Programmrand überhaupt erst sehen kann. Also soweit. Aber ich finde es toll. Ich finde, das ist eine sehr motivierende und liebe Grüße auch an den Programmdirektor. Ich wusste ja, dass der Norbert Himmler heißt. Shiny, was ist ein Shiny Floor? Wir haben einen Redakteur, dachte, der heißt Floor, aber der heißt, glaube ich, Sebastian mit Vornamen. Shiny Floor ist, glaube ich, wenn der Boden glänzt. Vielleicht ist das wie bei, weißt du, Wetten, das, der hat doch dann leuchtete doch immer diese Treppe so, da waren dann so Blinklichter drin, sowas brauchst du. Und meint er damit, dass ich dann auf dem Boden knie und es nicht fassen kann, dass ich mich selber im Fußboden spiegel? Ja. Und ist ihm, da fällt ihm das deswegen ein, weil er in der Programmdirektion nur Teppich hat und es einfach seit Jahren versucht, sich im Boden zu spiegeln, aber es nicht funktioniert? Der hat bestimmt einen glänzenden Schreibtisch. Ich glaube auch. Toll, also liebe Grüße an die Programmdirektion. Aus purem Gold. So sieht's aus. Vorsicht, Vorsicht, dein Job hängt jetzt schon an einem seidenen Faden. Weiß warum, ne? Stichwort Cosby. Ja, klar, Girls. Das ist nicht, das ist wirklich nicht zum Spaßen. Nicht mal in einem Web-Exclusive. Mimi Mia schreibt, wenn ich der Manager von Revolverheld wäre, würde ich Böhmermann und das ZDF in Grund und Boden klagen, einen verfälschten Ausschnitt zeigen und sich darüber auch noch lustig machen. Ist keine Komödie. Oder Satire, da ist ja das Dehnungs-Ev an die Falsch. Satire, vielleicht ist es ja. Vielleicht meinte sie die Tiere? Ja. Satire. Sondern nur armselig mit Doppel-E wie die Seele. Jetzt weiß ich wieder, warum ich den Böhmermann noch nie lustig fand. Muss man mitleben, oder? Ja. Ist egal. Hat Revolverheld ja auch gut mitgelebt. Guck mal hier, das Publikum ist so emotional, als hätten sie gerade irgendwie ein Eierlikörtörtchen aufgegessen. Sie sind so satt und zufrieden da, die gepiersten. Das gepierste Publikum hier. Wenn das Neo-Magazin läuft, haben wir normales Publikum. Und für die Web-Exclusives laden wir nur so gepierste 15-jährige Mädchen ein. So freche 15-Jährige, die gleich nebenher. Die auch noch twittern und im Cyberspace und so. Übrigens, unser Hashtag war diese Woche: Do They Know It's Scheiße? Kam super an. Kam super ja. an? Hammer. Kam super an. Erstmal Jan Böhmermann erstmal nicht mehr folgen für so einen scheiß Hashtag. Letzte Woche war der Hashtag Helmut Kohl Rheinland-Pfalz. Hoffe, deine sogenannte Karriere geht den Bach runter. Ist ja nicht tief der Fall. Da sind wir wieder an den Programmrändern. Vom Programmrand. Ja, genau, wir sind wieder am Programmrand, genau. Das ist Satire. Nein, das ist Kacke. Alright. Aber genau.
Das ist Satire. Und nein, 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 das ist kein Relativsatz. Nein, nein, das ist deswegen auch kein das mit Doppel-S, aber ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist doch auch Kacke. Ist doch auch Kacke, genau. Neo Magazin ist ja noch verblödeter als dieser lächerliche Jan Böhmermann, der einen auf 90er Stefan Raab macht. Oh. Also langsam muss irgendwann was aufbauen. Es kann nicht sein, dass das so Scheißkommentare sind. Mann, ey. Komm, wir lesen eine Rezension von deinem Buch vor. Die kenne ich noch gar nicht. Soll ich das mal lesen? Ja. Oder was? Habe den Film nicht länger als... Also ist ein Film offensichtlich? Ja, das ist, glaube ich, zu Hotel Desire. Hotel Desire, okay. Habe ich noch nie gelesen, auch ich bin ganz gespannt. Ja. Habe den Film nicht länger als 7 Minuten 30 ertragen und schon das war zu viel. Keine Story, keine Aussage. Dialoge, die noch nicht einmal Soap-Niveau erfüllen. Aber es geht hier sowieso nur darum, der Crowd mit reißerischer Pornografie... Das steht da. Pornografie. Oh. Das Funding aus der Tasche zu ziehen. Oh Mann. Von den 170 Mille hätte man doch wenigstens 10 oder 20 einem Drehbuchautor geben können und nicht alles dem Kameramann. Es kommt aber trotzdem weniger hart rüber, wenn du die Sachen vorliest. Magst du einen von mir vorlesen vielleicht? Ich lese einen von dir. Ah, es geht wieder um Helmut Kohl. Helmut Kohl RLP, also als Hashtag. RLP ist Rheinland-Pfalz. Ach so, Rheinland-Pfalz. Es ist auch im Nachhinein uns jetzt aufgefallen, dass eventuell missverständlich sein könnte. Ich dachte, okay. Nee. Okay. Rhein ist ein kleines L, das ist kein großes I, ist ein kleines L. Das ist ein kleines L. Rheinland-Pfalz, weil wir Helmut Kohl und Rheinland-Pfalz ehren wollten. Und das ist offen, haben viele den falschen Hals... Ist da kein Bindestrich dazu? Nee, also wir haben viele den falschen Hals bekommen. Ja, ich auch. Kein Wunder, dass das alles so schlimm fand. Witze für Sonderschüler und ewig Präpubertäre. Wer über sowas lacht, lacht auch über verhungernde Menschen in Afrika. Oh! Do they know it's scheiße? Sarah Lisa Vollen, das war das Web Exclusive. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, falls wir bis dahin nicht einen shiny Floor haben und uns dann da den ganzen Tag drin spiegeln und keine Zeit mehr haben, eine Sendung zu machen. Tschüss, bis nächste Woche. Ja.